Auch Fußballkumpel Thomas Müller mag's gern einfach. Genauso wie seine Frau Lisa, die kein Problem damit hat, sich im Stall die Hände schmutzig zu machen und damit überhaupt nicht dem Prototyp einer Spielerfrau entspricht. Ich habe körperlich viel gearbeitet und mir nicht nur die Nägel lackiert, wie das Klischee ist.